Hallo, schön, dass Sie sich diesen Beitrag anschauen. Wenn er Ihnen gefällt, mehr davon und täglich auf cashkurs.com. Aber das große Thema natürlich dieser Tage, das sind die Panama Papers. Die Panama Papers, jeder weiß inzwischen, was es ist. Das ist diese Briefkastengeschichte aus eben Panama. Und jetzt ist es natürlich ein ganz, ganz großes Thema, wer da auf dieser Liste steht und wie toll, dass diese Liste aufgetaucht ist und was für Sauereien das sind. Und ja, jetzt erstmal die Frage zuallererst, um was regen wir uns im Moment genau auf? Dass es diese Briefkastenfirmen gibt, dass es Panama gibt und dass Panama gleichgesetzt wird mit Briefkastenfirmen, das ist ja nicht so wahnsinnig neu. Dass es diese Steueroasen gibt, nicht wahnsinnig neu. Und von was ist man eigentlich bisher ausgegangen, dass es diese Briefkastenfirmen gibt, aber sie keiner nutzt? Also wo ist jetzt genau die Erkenntnis, dass jetzt hier ganz, ganz viele Leute Briefkastenfirmen nutzen? Das ist irgendwie das, was wir doch schon seit Jahren wissen. Was ist daran neu? Spannender wird es natürlich, dass jetzt Leute auf dieser Liste stehen, dass da jetzt Namen genannt werden, dass man jetzt plötzlich keine anonyme Masse an Leuten hat, die der Steuer entziehen, sondern dass man jetzt Namen da drauf hat. Und hier sind, wenn man sich diese Namen anschaut, wäre das sehr, sehr interessant oder ist das erstmal sehr interessant, was man dann sieht. Man freut sich, sagt, klasse, endlich kommt es mal nach oben, jetzt haben wir endlich mal was in der Hand, jetzt können wir wieder mal politische Rabatts machen, da vielleicht was zu bewegen, was sowieso nicht passieren wird, aber man könnte ja. Ich möchte aber in dem Zusammenhang immer darauf hinweisen, immer wenn etwas besonders laut und besonders grell ist und alle meinen, genau das ist es, da ist die Wahrheit, das gucken wir uns jetzt mal an, das ist immer der Moment, an dem ich einen Schritt zurückgehe und mal versuche in Ruhe nachzudenken, sagen, okay, was ist denn die Story hinter der Story? Oder was steht denn da noch zu sehen, was man gerade nicht liest? Und genau das ist aus meiner Sicht das Spannende. Nämlich nicht die Frage, wer steht auf dieser Liste, sondern die Frage, wer steht nicht auf dieser Liste und vor allem warum nicht? Wenn man sich anschaut, dass es hier, das sind Leute aus Russland, es sind Leute aus China, es sind Leute aus sanktionierten Staaten, aber ich finde da irgendwie keine namhaften Amerikaner drauf, ich finde dann keine namhaften Deutschen drauf, ich finde da und so weiter und so weiter. Also die Frage muss sein, erstens, wo kommt diese Liste überhaupt her? Die Süddeutsche hat als erstes sie in der Hand gehabt. Aber wer hat ihnen die zugespielt? Wer ist diese ominöse Quelle? Wurde diese Liste, bevor sie der Süddeutschen zugespielt wurde, schon überarbeitet und wurden dann Namen herausgenommen, die gar nicht erst zu den investigativen Journalisten gekommen sind? Warum ist die Frage, taucht eigentlich vom ersten Moment an in allen Schlagzeilen Putin auf? Er ist auf dem Cover abgebildet, er wird überall benannt, die Süddeutsche Zeitung benennt das entsprechend, überall Putin, Putins Netzwerke, Putins Freunde. Interessanterweise taucht Putins Name in den Dokumenten überhaupt nirgends auf. Also warum will man hier unbedingt einen Zusammenhang erzwingen, wo gar keiner zwangsläufig sich ergibt? Warum will man Putin unbedingt hier mit auf den Titel bringen, obwohl diese Story so wahnsinnig viel Spannendes beinhaltet, dass man wirklich thematisieren kann, dass viel, viel schwerer wiegt? Warum will man unbedingt den Putin da vorne drauf haben? Also frei stellt sich die Frage, steckt da mehr Intention dahinter als das, was wir vordergründig sehen? Wo sind die amerikanischen Quellen oder die amerikanischen Briefkastenbetreiber, wo sind die aus Zentraleuropa, die großen britischen Namen, nicht nur ein paar alte Senile, die sowieso nichts mehr zu melden haben, wo sind die großen Namen momentan? Also diese Frage, die stellt sich da allemal, wo ist der Zusammenhang? Und wenn man sich dann nochmal anschaut, wo diese Quellen herkommen, beziehungsweise auch wer jetzt damit betraut ist. Es geht um dieses Netzwerk, dieses Recherchenetzwerk in den USA, eine NGO von Journalisten, investigativen Journalisten, wie sie sich nennen. Und wer da mal genauer hinschaut, der findet da eine Millionen Größenordnungen über die letzten Jahre Finanzierung durch George Soros beispielsweise. Also die Frage ist, und diese Journalistenorganisation war schon öfter mal in Gesprächen, dass sie politische Aktivitäten tut, dass sie Interessen vertritt von anderen, indem sie Dinge nach vorne bringt. Also die Frage ist nicht, und der Süddeutschen nehme ich das noch ab, dass die wirklich versuchen hier sauber zu arbeiten, versuchen hier wirklich was aufzupoppen, aber auch da sieht man, dass dieses Journalistennetzwerk sagt, wir haben im Wesentlichen nach Namen gesucht, die auf den UN-Sanktionslisten stehen. Die anderen haben wir uns gar nicht angeschaut und vieles auf diesen Listen werden wir auch nicht veröffentlichen, wird privat bleiben. Man sucht also nur nach denen, die von den UN, von der USA wesentlich dominiert,
auf dieser schwarzen Liste gesetzt wurden. Die eigenen Freunde wird man da also gar nicht finden, wenn man sie sucht, denn nach denen filtert man gar nicht. Das ist doch interessant. Hat das noch was mit investigativem Journalismus zu tun oder ist das dann wieder Teil eines Informationskrieges? Die Frage darf man sich durchaus stellen. Vielleicht ist diese Frage zu Recht gestellt, aber wird sie anständig beantwortet, indem nämlich in den nächsten Wochen noch weitere Namen, große Namen und nicht nur ein paar Bauernopfer auch aus dem Westen genannt werden, aus den Bereichen, die der USA, die Deutschland wehtun, die hier mal in das große Netzwerk reinstechen. Ja, solange das nicht passiert, muss man diese Fragen leider stellen. Und immer wieder ist es wichtig, hinter die Kulissen zu schauen und immer wieder zu fragen, cui bono und im Zweifel auch, wer bezahlt. Dann kommt noch dazu, Panama ist natürlich, wir regen uns über Panama auf, aber Panama ist natürlich ein faktisches US-Protektorat. Warum hat man da nicht schon längst viel früher zugegriffen, wenn man das wirklich einbremsen wollte? Die USA hätten die besten Möglichkeiten und Kontakte, das schon früh einzubremsen, aber wer selbst eigene Steueroasen in Delaware im eigenen Land pflegt, der tut sich mit sowas natürlich auch schwer. China blockiert die Panama Papers im Internet, ist eine Randnotiz, war nicht anders zu erwarten, denn auch die chinesischen Führer sind da in der Spitze, sind da in diesen Prozess mit eingebunden, sind da in diesen Dokumenten genannt, zumindest aus ihrem Familienkreis heraus. Und nun gern, das passt ins Gesamtbild zumindest bisher. Warten wir also ab, was da alles noch kommt. Wir bleiben aufmerksam, wir bleiben wachsam in jegliche Richtung und das lassen wir uns auch nicht nehmen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag, machen Sie es gut und bis morgen.